Kapitel 4.9. Wie werden Sonos Entertainment Systeme integriert? Ab der IP Control Center Version 4.1.2 besteht die Möglichkeit, Sonos Lautsprechersysteme direkt anzusteuern. Sonos entwickelt und produziert aktive Lautsprechersysteme und Hi-Fi-Komponenten, die drahtlos über WLAN miteinander vernetzt sind. Das System kann lokale Audiodateien oder Musikstreaming-Dienste nutzen und diese in mehreren Räumen gleichzeitig wiedergeben. Gesteuert wird das Audiosystem mit einer Applikation auf dem Smartphone, Tablet-PC oder Desktop-PC, sowie zum Teil per Sprachsteuerung. Die Konfiguration wird im Editor im Menü Module Sonos durchgeführt. Mit der Plus-Taste wird ein neuer Lautsprecher hinzugefügt und mit der Lupe wird er im Netzwerk gesucht. Dabei werden in einem neuen Fenster alle relevanten Informationen zu den gefundenen Sonos-Lautsprechern angezeigt. Anschließend wählen Sie den gewünschten Lautsprecher aus, um die Kontrollelemente zu definieren. Es werden zurzeit folgende Befehle unterstützt: Play, Stop, Pause, Next, Previous, Volume, Volume Inc. Die Lautstärke wird um einen definierten Wert relativ verändert. Mute LED. Die LED auf dem Lautsprecher kann eingeschaltet oder ausgeschaltet werden. Button Lock. Die Tastenbedienung am Lautsprecher kann verriegelt oder freigegeben werden. Bass, Terrible, Loud, Playlist. Es wird die gewünschte Playliste aus der Liste der Sonos-Favoriten ausgewählt. Diese Befehle können, ähnlich wie beim TCP-Modul, Gruppenadressen oder virtuellen Objekten zugeordnet werden. Zur Auslösung eines Befehls kann eine Bedingung definiert werden. Eine Besonderheit stellt das Kommando Volume dar. Wird dieser Befehl idealerweise an eine Gruppenadresse oder Objekt vom Datenpunkttyp 1 Byte Scaling 0 bis 100% verlinkt, wird der Wert direkt dem Befehl übergeben. Die Bedingung dazu lautet Any, das heißt, bei jedem Ereignis wird der Wert an den Sonos-Lautsprecher übergeben. Ein Wert von 30% würde den Lautsprecher auf 30% der Lautstärke einstellen. Es ist allerdings auch möglich, bei einer anderen Bedingung die Lautstärke auf einen fest hinterlegten Wert zu stellen.